Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Achate-Video. Wir sind heute mal wieder im Osterzgebirge unterwegs und ich habe die letzten zwei Sonnenstunden nach Feierabend genutzt, um jetzt mal hier an so einem Feld zu fahren. Und hier gibt es immer mal wieder kleine Achatbruchstücke. Und ja, kommt einfach mit. Das wird eine meditative Runde hier. Ich habe gesagt, das wird eine meditative Runde hier. Ich nutze das, um so ein bisschen runterzukommen vom Arbeitsmodus und wir werden hier einfach ein bisschen lang gehen und kleine, aber feine Achate zusammensuchen. Viel Spaß und los geht's. So, guck mal, und sowas hier, das suchen wir. Hier seht ihr, dass das hier so rötlich ist, ne? Und das sind sozusagen das Achat in sehr dünner Bänderung. Und hier findet man den Achat eben sehr filigran. Und in Kombination mit so relativ glasigem Quarz, aber auch sehr milchigem Quarz und auch Hornstein. Aber dass sich sozusagen diese Achatschlieren hier so durchziehen, das ist typisch für diese Fundstelle hier. Eigentlich war Regen angekündigt für den heutigen Tag, aber wie man sieht, es gibt zwar Wolken, aber die Sonne scheint richtig gut auf das abgeregnete Feld. Und das ist die ideale, der ideale Moment, nochmal zu suchen. Ich werde mir jetzt einfach 2 Stunden so Zeit nehmen und ja, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall irgendwie was finden werden. Genau, legen wir mal los. Ja, und hier im Osterzgebirge gibt es viele Felder, wo mal zumindest ein paar Bruchstücke rumliegen von Achaten. Also ich erwarte jetzt hier keine Oschis, sondern eher so Kleinzeug. Aber hier geht es nicht um die Größe, sondern die schöne Form und Farbe, die kann natürlich auch bei Kleinstücken zu finden sein. Und sowas hier, das geht schon in die richtige Richtung. Das hat schon so ein bisschen Rot. Ich werde auch viele Sachen erstmal einpacken. Ich glaube, das hier packe ich auch ein. Und dann stellt sich eigentlich erst nach dem Waschen so richtig raus, ob es ein Volltreffer ist oder nicht. Ja, also man... Ui, hier schon wieder. Ist gut. Sieht man, dass das so ein bisschen rötlichen Einschlag hat hier, ne? Kommt alles mit, kommt alles mit. Na, der hier nicht. Aber der. Ui, guck mal. Oh, der ist gut. Guck mal. Jo, ich glaube, das sieht man selbst auf der GoPro. Wir haben hier oben rot, wir haben dort unten rot. Und in der Mitte haben wir Quarz. Cool. Der sieht gut aus, weil der eben ganz klare Zonen hat, ne? Und das wird vom menschlichen Auge als schön wahrgenommen. So, ich hatte jetzt meinen Eimer hier hingestellt und bin ein bisschen rumgekraxelt und jetzt habe ich den hier zum Beispiel voll übersehen, obwohl der genau neben dem Eimer stand. Auch ein großer Anteil daran rot und eben auch hat eine Struktur, ne? Also es gibt auch Stücke, die sind einfach nur rot. Da hatte ich hier einen. Mal gucken, finde ich ihn. Ja, den hier. Ich weiß nicht, ob das dann Richtung Jaspis geht oder so. Aber hier hat man zwar auch eine gewisse Strahlkraft, aber Achat macht ja auch, es ist ja sozusagen definiert durch die Bänderung, die ja auch da sein muss, ne? Und das haben wir ja an vielen Stücken auch nicht. Genau. Und ja, vielleicht sollte ich hier mal generell ein bisschen um den Eimer herum gucken. Und vielleicht ist das auch wie bei der Ostsee, dass man mal verharren muss. Hui, ja. Oh, der ist echt gut. Der gefällt mir. Der ist zwar auch immer noch klein, aber den könnte man auch gut anschneiden. Da sieht man wirklich was, ne? Also schön filigran. Und wenn man ganz dicht dran geht, sieht man auch, dass es hier eine Bänderung wirklich gibt. Den mache ich mal kurz nass. Ja, also cooler Fund. Der ist gut. Und jetzt guckt mal hier. 1 Meter weiter. So, das ist jetzt mal so ein perfekter Fund, muss ich sagen. Also das, wenn das jetzt die Grundeinheit wäre von Achaten, die man hier so... Oh! Jo! Das sieht gut aus. Also, das ist jetzt wirklich ein großes Stück für die Verhältnisse hier, wo, glaube ich, jeder sieht, warum ich das schick finde, ne? Also hier mit so einer klaren Struktur. Ich weiß gar nicht, ob der Quarz
der hier zwischen so ist, das weiße, ob das auch zum Teil ein bisschen amethystisch wird, so ein bisschen lila. Man muss den noch ein bisschen zum Glänzen bringen, ein bisschen sauber machen. Aber an sich, das ist schon mal wirklich was, was ich auf jeden Fall mitnehmen muss. Dann gucken wir mal hier. Der ist mir jetzt eben auch nochmal aufgefallen. Die sind eben alle hammersauber hier, ne? Das ist echt krass. Ui! Guck mal, das hier ist auch noch ein interessanter. Der ist auch relativ groß. Jetzt bin ich an der guten Stelle. Jetzt hier die Augen aufhalten. Der ist auch gut. Der ist hier auch wieder perfekt abgewaschen, ne? Auch wenn man die ganze Zeit immer nach unten guckt, jetzt kann man ja mal ein bisschen nach oben in die Ferne schauen. Dafür, dass jetzt heute schlechtes Wetter angesagt worden ist, muss ich sagen, sieht es wirklich schön sonnig aus. So macht es Spaß zu sammeln. Und da die Tage vorher schon ein bisschen geregnet hat, ist eben wie gesagt alles gut abgeregnet. Ne? Also es bringt einem nicht nur was, wenn jetzt hier irgendwie umgepflügt ist und neue Steine nach oben kommen, sondern es muss dann auch die Tage vorher geregnet haben. Sonst sieht man nichts, sonst sieht man nur Dreck. Ja, aber schön. Es soll, wie gesagt, also es soll eigentlich regnen und ich warte nur darauf, dass dann die ein oder andere größere Wolke mal ankommt, die ein bisschen dunkler aussieht. Aber solange hier noch alles trocken ist, sammle ich hier noch weiter. So, jetzt zeige ich euch mal was. Und zwar, okay, gut, wahrscheinlich wird man es auf der GoPro wieder nicht sehen. Also man hat hier auch einen kleinen Achat, den sieht man sozusagen von oben und nicht im Querschnitt. Man sieht hier wie umgekehrte kleine Bläschen, weil das so die typische, sag ich mal, Kristallisationsstruktur von Chalcedon ist. Und man sieht hier auch so einen weißen Rand. Das ist so eine Schicht, die sich manchmal oberflächlich wie so eine Verwitterung bildet. Und sieht dann aber auch ganz schick aus, weil man da richtig sieht, wie viel Gran das ist. Das zeige ich dann später nochmal mit der anderen Kamera. Und dann wollte ich euch das hier mal zeigen. Den hatte ich eigentlich nur rausgezogen, weil ich dachte, das hier ist ein weiterer Hornstein. Und das wird auch irgendwie Hornstein sein. Aber auch gut durchsetzt mit so kleinen, guck mal hier, mit so kleinen roten Inseln auch noch. Also den mal sauber schrubben und dann mal kritisch betrachten, ob man da nicht vielleicht einen Schnitt ansetzen kann. Ich bin jetzt auch noch nicht weit gegangen. Also wenn ihr euch am Anfang, da hinten ist der Misthaufen, an dem ich gestartet habe. Und ich gehe jetzt hier nicht mit 7-Meilen-Stiefeln alles ab. Oh, guck mal, auch wieder mega abgewaschen. Sondern ich gehe sehr langsam über alles hinweg und schaue immer mal scharf hin. Kann man manchmal mehr finden und sogar auch große Steine, wo vielleicht nur ein Zipfel rausschaut, als wenn man so schnell geht. Also das habe ich von meinen Ostseetouren gelernt, immer mal verharren. Schaut mal hier, ist auch interessant. Ne? Befürchte nur, dass der auf den ersten Blick zwar gut aussieht, aber ja, der hat keinen wirklichen Achatanteil mit dabei. Das ist ein Hornstein mit so ein bisschen Quarz. Der sah auf den ersten Blick gut aus, weil der Quarz hier einigermaßen gut abgegrenzt ist und deshalb lacht er einen schon von 30 Meter Entfernung an. Aber ja, schade doch nichts. Aber man kann ja hier nicht, kann ja nicht jeder Stein was sein. Ne? Und wen haben wir jetzt hier? Das hier ist ein richtig strahlendes Rot. Der ist gut. Ja, boah. Strukturiertes, schönes Rot. Muss ich noch sauber machen. Ist eben hammerklein. Ne? So, jetzt habe ich den hier eben sehr skeptisch rausgezogen. Weil der hier oben so ein bisschen Aufsatz hat. Aber der sieht doch relativ vielversprechend aus. Weil, auch wenn ich jetzt hier nichts sehe, geht das von der Konsistenz irgendwie des Steins so weiter. Also, das könnte sich später noch als Volltreffer rausstellen. Bin ich mal gespannt. Jetzt sieht man wirklich nur sehr wenig. Ist auch eher dunkelrot, so wie das hier. Naja, das ist nichts. So, also mir sind noch zwei Sachen aufgefallen. Nummer eins ist der hier. Guck mal, da seht ihr, dass das auch so eine Bänderung hat, ne? Müsste man aber weiter sauber machen. Und dann er hier, der noch im Boden steckt. Das ist auch wieder ein nicht so großes Stück.
aber auf jeden Fall ein mitnehmenswerter, weil man hier richtig sieht, da gibt es einen Quarzanteil drin, ne? Und die roten Schlieren sieht man überall sich durchziehen. Von daher, das sind da schon mal zwei, ja, nicht allzu kleine, ne? Die man hier auch mal finden kann. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Kleinigkeiten gefunden. Gut, okay, das hier ist eher, und hier noch ein bisschen was, muss man eben säubern. Jetzt habe ich den hier noch rausgezogen und der sieht zumindest hier an der Stelle sehr interessant aus. Der hat hier auch, wenn man hier guckt, das ist eine Bänderung, die Farbe ist eigentlich knallig genug. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass hier dann doch relativ wenig Struktur drunter ist, obwohl das eigentlich das Material sein sollte. Aber auch hier, ne? Erst waschen und sich dann freuen, bevor man vorschnell urteilt. Ist aber auf jeden Fall einer, da könnte eine Überraschung drin sein. Okay. Krass, das ist ja ein richtiger Gang, der da durchgeht. Oh, wenn der hier weitergeht, also hier sieht man ihn ganz deutlich, ne? Wenn der hier weitergehen würde, das wäre geil. Dann könnte man den wirklich, hätte man ein ganz längliches Stück, wenn man jetzt den hier so aufschneidet. Also vielversprechend sieht ja auf jeden Fall aus. Ist eben die Frage, was hier hinten rauskommt. Auch ein interessantes Stück. Also so gangförmig habe ich auch noch kein Material gefunden. Oh Gott, der wird immer schwerer, der Eimer. Uiuiui. Ja, ist nicht mehr weit. Dann habe ich es geschafft. Jo, jetzt kamen die letzten Meter ein bisschen weniger und jetzt habe ich den hier gefunden. Der sieht jetzt auch schon wieder spannend aus. Könnte aber sein, dass der Achat nur hier oben aufsitzt, weil man hier keine weiteren... Naja, der ist nur ein bisschen dünner. Ja, schade. Aber von oben sah er jetzt... rot ohne Ende aus, ne? Voll vielversprechend. Aber jetzt langsam werde ich auch ein bisschen knauserig. Ich nehme jetzt nicht mehr alles mit. Also hier gucke ich wirklich kritisch, ne? Wenn ich dann sehe, der Achat geht gar nicht durch, dann lasse ich den hier. Und tue ich den genau da wieder hin, wo er war. Ui, jetzt guck mal. Jetzt bin ich fast hier bei den Baumpartien. Das ist auch so ein Hochsitzend, modernerer. Aber den hier habe ich noch gefunden, auch wieder ein kleines Stück, aber ich mag das immer, wenn oben und unten der Achat lang geht und in der Mitte so ein relativ reiner Quarz ist. Jo, also tolles Ding. Also ich bin jetzt auch kurz vorm Umkehren. Das dünnt sich hier auch alles relativ aus, auch wenn man immer wieder irgendwie was findet. Aber ich mache dann mal langsam einen Schlusspunkt. Ja, dann werde ich hier jetzt gleich umkehren und auf dem Rückweg auch ein bisschen schneller zurückgehen. Da würden mir also nur noch die großen Steine ins Auge fallen. So, jetzt bin ich wieder angekommen hier am Auto, habe mein ganzes Zeug reingetan, das Schuhwerk und den Eimer mit den Steinen. Bin total runtergekommen, also... so entspannt kann man jetzt ins Wochenende gehen und in wenigen Sekunden werdet ihr jetzt sehen, was bei den Steinen rausgekommen ist. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hoffentlich haben wir Glück und da sind ein paar gute Achate mit dabei. Bis gleich. Gut, also die Steine sind gewaschen und jetzt werdet ihr hier mal sehen, was sich da alles so ja, gezeigt hat. Als erstes ist dieser Achat hier, der sah ja schon so gut aus, als ich ihn gefunden habe, weil teilweise waren die echt gut abgeregnet, so die Steine. Und ja, bei dem, den könnte man mal schneiden. Also jetzt war ich noch nicht beim Schneiden, aber den würde ich einfach mittig durchsensen. Und die Struktur ist dort ja relativ klar, wie das dann aussehen wird. Genau, und dann zeige ich euch mal noch ein paar bemerkenswerte Funde. Also das hier ist einer, ich mache den mal... nass. Und hier ist der Achat besonders interessant, weil der wie so kleine Blüten eben hat, so rote Blüten, ne? Und der ist eben nicht so gebändert, sondern das erinnert so ein bisschen an Dendriten, finde ich. Und das ist auch das einzige Stück, was ich gefunden habe, was so wirklich aussieht. Alle anderen haben eigentlich immer einen rot gebänderten Achat. Und hier ist noch einer mit Amethyst.
Das ist ziemlich selten gewesen. Also ich habe nur so kleine Bruchstücke noch gefunden, wo das so ein bisschen Quarz und amethystisch dann wird. Aber ich mache den mal nass. Bei dem hat man eben oben drauf den Achat, dann kommt sehr reiner Quarz und unten seht ihr auch wieder diese ja rote Achatbänderung, die sich eigentlich die bei allen Steinen hier so sichtbar ist. Genau. Und ist sehr erfrischend, mal dann ein bisschen lila zu sehen in dem ganzen Rot und Weiß, was man hier sonst vor sich liegen hat. Genau. Das hier ist einer, den, wenn man jetzt hier von oben guckt, ne, so blasenmäßig, da sieht man mal den Chalcedon eben von oben. Von der Seite ist es dann eben immer so ein bisschen, ja, geschwungene Linien sozusagen, die man dann sieht. Aber wenn der von oben so abgeplatzt ist, finde ich das auch immer sehr interessant, so einen blasigen Chalcedon dann sich mal anschauen zu können. Genau, und einen weiteren haben wir jetzt hier. Auch den muss man eigentlich nass machen. Man sieht zwar schon, dass der so auch wieder rote, schlierenmäßige Achatbänderungen dann vorweist, aber den muss man nass machen. Und das ist einer, der einfach auch sehr viel Material hat, ne? Also normalerweise ist es so, da gibt es sehr viel Quarz, sieht man hier jetzt auch. Oder man hat hier so eine, diese Begleitsteine, also wie zum Beispiel jetzt Gneis oder so. Aber man möchte eigentlich Achate, ja, reine Achate haben, ne? Also möglichst viel an Muster und möglichst viel an Farbe und möglichst viel an verschnörkelten Formen. Und bei den ganzen Steinen hier ist es so, ich muss die immer befeuchten, weil wenn man die noch nicht geschnitten und geschliffen und poliert hat, dann würde man hier relativ wenig sehen, auch wenn man es gut anstrahlt. Genau, und ihr seht, ich gehe jetzt hier so durch. Bei dem hier ist das interessant, weil der Achat so angewittert ist und deshalb so ein bisschen, ja, wie so eine schrumpelige Oberfläche hat. Aber auch bei dem ist so, wenn ich den jetzt hier befeuchte, dann sieht man sofort wieder, ne, ein Farben- und Formspiel ohnegleichen, richtig gut. Und genauso wie ich euch das jetzt hier zeige, bin ich das auch nach dem Suchen durchgegangen. Also ich habe erstmal alles gereinigt mit der Zahnbürste und einem Eimer und genau, und habe dann geschaut im nassen Zustand, welche davon jetzt vielversprechend aussehen. Manche, wie der hier, die sehen auch richtig abgerollt aus. Die müsste man dann wirklich anschneiden, um zu gucken, was dort drin ist. Vielleicht ist da eine coole Mandel drin oder so. Und bei manchen, wie bei dem hier, sieht man draußen ganz viel Rot. Also so gut wie alles ist eigentlich voll mit Achat und an manchen Stellen sieht man die Bänderung etwas besser strukturiert und bei manchen Stellen ist es eher so ein Trümmergelage. Genau. Und man kann sich diese Stücke auch immer wieder anschauen. Also wenn ich, bevor ich die jetzt zum Schleifen oder nicht zum Schleifen, sondern zum Schneiden gebe, werde ich mir die alle nochmal anschauen und dann wird es wahrscheinlich nur, wenn es eine Handvoll Steine davon wirklich zum Schneiden schaffen. Also alle werde ich jetzt nicht machen. Man bekommt dann nach und nach ein immer besseres Auge dafür. An der Stelle, an der ich jetzt dieses Mal war, die kannte ich schon. Da war ich schon zwei, drei, vier Mal und habe eigentlich immer so ein bisschen was gefunden, so wie heute jetzt auch. Und genau. Gucken, welchen kann man jetzt hier noch so zeigen? Ja, die meisten haben eigentlich sehr viel Rot mit dabei und dann gibt es eben die paar, wie zum Beispiel diesen ja, blumigen Achat, die dann irgendwie so eine Kuriosität sind. Genau, und je nachdem, wie das hier angeschnitten ist, an der Stelle sieht man das auch wieder ein bisschen von oben angeschnitten, hat man manchmal auch so kreisförmige Formen, ne? Also das, was vorhin, was ich da blasig genannt habe, der Chalcedon, wenn da sozusagen diese Höcker abgeschnitten werden, dann ergeben sich eben ja runde Erscheinungen und die können dann auch cool aussehen. Meistens sind die von der Seite angeschnitten, wie bei dem jetzt ja auch, ne, hat man so mehrere Lagen, sieht gut aus. Aber der gesamte dreidimensionale Raum, je nachdem, wie da die Schnittrichtung ist, das kann immer gut aussehen, egal wie man das so anschneidet. Genau, vielleicht an den hier erinnert ihr euch auch noch. Der war auch im sozusagen Fundzustand, sah der schon so aus. Oben und unten Achat und in der Mitte ganz, ganz weißer Quarz, also wenig Verunreinigungen. Und das hier ist auch ein schicker. Der ist nicht so ganz ausdrucksstark. Den muss man auch erst wieder nass machen. Aber dann sieht man da auch eine schöne Bänderung drumherum, ne, und in der Mitte so eine Art Quarzkern. Auch ganz cool.
Wenn der jetzt noch ein bisschen geschlossener wäre und man würde den gut anschneiden, dann kann das richtig gut aussehen. Und so werde ich den wahrscheinlich nicht durch, sondern nur anschneiden lassen. Genau. Ah, hier ist noch ein interessanter, und zwar mit sehr, sehr filigran weißen Rückständen so, aber wahrscheinlich auch den muss ich jetzt noch mal nass machen und dann sieht man diese weißen, ja, diese weißen Rückstände ein bisschen besser da. Also rot und dann so ganz helle, helle filigrane Formen so. Sieht fast ein bisschen so wie so eine Pseudomorphose aus. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie da sozusagen die Entstehungsgeschichte hinter der Fundstelle ist, was da alles mit reingespielt hat. Aber der hier ist auch noch mal sehr besonders. Vielleicht sollte man den eher noch trommeln. Muss ich mal sehen. Genau, und so bin ich dann jetzt alle möglichen Steine durchgegangen. Manche waren ein bisschen gelber, manche sind wirklich so knallig rot, manche haben einen hohen Quarzanteil. Dann kann ich euch noch mal einen zeigen, an den werdet ihr euch bestimmt auch erinnern. Den hatte ich schon close up im Feld schon, auf dem Feld. Der auch wunderschön diese verschnörkelten roten Bänderungen hier hat. Das sieht richtig gut aus. Da würde ich auch noch eine ganz kleine Ecke von abschneiden und dann sieht das eigentlich genauso aus, wie ich ihn jetzt schon habe. Das ist eigentlich jetzt schon perfekt angeschnitten. Man muss ihn nur polieren. Genau, und dann zeige ich euch mal zuletzt noch ein Stück. Das habe ich auch auf dem Thumbnail gehabt. Das habe ich auch von der Stelle und habe das ein anderes Mal gefunden. Das ist auch rein achat, da ist nicht viel mehr dran. Na, okay, doch, da ist ein bisschen Nebengestein noch mit dran. Und wenn man das jetzt befeuchtet, dann sieht man, dass das an vielen Stellen so angeschnitten ist, dass das auch so richtige, ja, kreisförmige, wie so Augen hat. Und das kann absolut skurril, fetzig, surreal aussehen. Also ich kann mir sowas stundenlang und immer wieder angucken. Wunder der Natur wirklich, ne? Also fast wie Menschen gemacht. So, aber kann sich wahrscheinlich niemand ausdenken, solche Formen. Genau. Und das war soweit meine Tour. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und wie gesagt, sowas nutze ich immer mal, um runterzukommen nach der Arbeit. Genau, kann ich nur empfehlen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.